Leute und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Aufnahme Warframe zusammen mit Markus und Futur. Hast mich überrascht, hallo. Ohne einzuzählen, hä? Das geht ja gar nicht. Habt ihr schon mal meinen stylischen Bogen gesehen? Wir stealthen hier heute durch. Ich hier mit Equipment, Pistolen, sehr gut zum Stealthen geeignet, einem Bogen. Also die Pistolen waren ein Scherz, ne? Und mit meinem Kampfstab. Leise und tödlich. Es sind ja nur 36 Gegner, das ist ja langweilig. Und ich muss 5 Blitze einsetzen. Das heißt, wenn wir entdeckt wurden, hau ich Blitze raus. Ich muss 7 Köpfe so, glaube ich, machen. Sowas. Also wir wollen das Ganze hier durchstealthen. Weil's bei ja, also Markus bleibt hier hinten. Erde-Mission ist. Ja, guter Witz, Foto. Weil's der ich will den ersten, ich will den ersten töten. Geht's eigentlich recht gut. Ich will trotzdem den ersten. Das sind 2, Foto. Jetzt verkackst ich nehme. War kein Kopfschuss dabei. Ja, stimmt. Das ist ein Dritter. Gute, du wärst fast in die 3 gelaufen. Zeig doch einer. Stopp. Ah, das mit dem Stealth-Kill-Bonus haben sie aber auch noch nicht lang, ne? Also wie wir angefangen haben, das Spiel hier zu spielen, gab es den doch nicht. Doch. Oh, oh, hier ist einer. Wo denn? Wow, 1 Bogenfertigkeit. What the hell? Oh, du hast jetzt die 1er Bogenfertigkeit. Bogenmeisterschaft erreicht. Rang 10 mit 2 Bögen. Stopp, hier vorne ist einer. Hier wenn er mit dem Kopf zu uns kommt, dann töte ich ihn. Ich hab da einen. Der dreht sich im Kreis. Das sind 3. Sehe ich. Einer weg. Was? 3? Der meiner. Nächster weg. War meiner. Nein, ich hab einen 200% Stealth Kill Bonus. Ich hab 9000er. 9000. Ja, nicht. Ja, wirklich. Dafür musst du 19 Stealth Kills innerhalb von 30 Sekunden machen. Und wer hat daneben geschossen? Ich nicht. Derjenige hat gerade den Alarm ausgelöst. Irgendjemand hat gerade geschossen. Und der hier Markus hat überlebt hat, und der Markus Alarm hat gekriegt. Auf die Kiste geschossen, dass er looten kann. Das hat scheinbar gereicht. Gut. Da kommt Piste. Blitz. Ah. So, erledigt. Ja, wird mal schön, wenn ihr mir auch mal welche lassen könntet. Ja. Da muss jetzt schneller sein. So, jetzt wieder leise, die wissen nicht mehr, wer wir sind, ne? Wo denn? Was nach Lootkiste. Lootkiste? Ja. Lootaraba. Oh ja, yeah, geil. 8 Credits. Da ja, Markus, lass mal mal gucken, wie du liegst. Gib's ja, ihm Markus. Nicht. Er hat sie natürlich schon eingesammelt. Hä, nein. Die kannst du natürlich noch einsammeln. Die kriegt jeder Futur. Jeder hat separaten Loot. Das heißt, wenn nee, du da hingelaufen bist, hast du gerade 20 Roberto bekommen. Wie Markus? Nein, habe ich nicht. Ja, da bist du behindert. Lass mir doch jetzt mal die Dinger stehen, Menschenskinder. Hey, wer hat jetzt schon wieder auf die Kiste geschossen? Ich. Das geht mir auf den Sack, wenn ich immer, ja. So viel zum Thema, wir wollen stealthen und dann merkt er, dass das reicht, ja, um die Gegner zu alarmieren. Oh geil, Futur, du bist echt Profi. Nur weil er keine Kills kriegt, hört er jetzt auf zu stealthen, oder was? Ja. Ich hab gesagt, ich brauch einfach vor und ballert rum. Ja egal, kriegst du nicht mehr. Jetzt ist er kackt. Ich hab meinen 21 Profeto eigentlich gesammelt, so. Ja, Gegner sind dafür gleich keine mehr da. Na eben drum. Ich hab aufgeräumt. Nö. Ich rush die jetzt gerade durch. Beim Schutzschildgröße kann ich da stundenlang in den Schüsse verbrennen. Oh, den habe ich eingefroren. Soll ich denn mein Schwert auf einmal weiß? Hunde. Boah, was macht was hat der für Störungen hier? Juhu, Kopfschuss. Aber kein Kopfschuss. Aber hängt an der Wand von dem her. So,
Ist echt cool, seitdem der Foodtutor diese Aktion mit dem Rutschen gemacht hat, haben wir schon wieder kein einziges Stealth-Kill mehr bekommen. Macht immer so Spaß, mit Foodtutor dieses Spiel zu spielen, das ist unglaublich. Mit Markus spiele ich ganze Missionen, ohne einmal entdeckt zu werden. Ja, ist klar. Ja, ist so. Ja, ist so. Ich kann dir ab jetzt bei Warframe einfach die Aufnahme immer mitlaufen lassen und das hochladen, wenn du meinst, als Beweis. Wir können auch gerne wieder hier, wo es ein Challenge spielt. Es gab ein neues Update. Wir jetzt noch behinderter. Ich weiß nicht, ich hab's abgedatet und kann es immer noch nicht spielen. Gut, Rockets hatten geholt. Ja, wäre jetzt schlecht gewesen, wenn er nicht geholt hätte. Nein, der war so weit hinten, dass ich ganz zurückgehen wollte, weil dich sich interessiert hat, dass da hinten noch einer lebt. Markus ist noch da hinten rumgerannt, also es nervt mich nicht. Es ist so cool, wenn man schon die ganzen Enddinger kennt. Und trotzdem warten muss, bis der letzte kommt. Du weißt schon, dass es nichts bringt, ne? Oh. Futur, weißt du, was cool ist? Ich? Ich? Nee, du nicht, du hast zu langsam. Sorry, ich bin doch von der alten Schule, ich benutze noch kein Katana hier. Ich bin doch alt mit Kampfstab. Oder beziehungsweise wieder, weil mein Katana Maximallevel hat und ich meinen Kampfstab jetzt leveln will. Genauso wie meine Shotgun schon den Maximallevel hat und meine Wurfmesser den Maximallevel haben und mein Volt den Maximallevel hat. Ich habe keine Hobbys. Ne, du musst ja wissen, wie gut das spielen muss, nicht so wie du. Weißt du, wie viel Bonus du kriegst, wenn du eine Mission Stealth spielst? Ja, Markus. Gehst du mir jetzt auf den Kicks, ne? Ich würde sagen, wir machen hier mal... Schaut mal, wie toll wir sind. Ja, scheiße. Ja, Leute, das ist nicht ein Anblick, oder? Ein großes Finale hier. Boom! Ja, total. Die Höhle ist schwer. Das war Mission. Ja wunderschön. Ja, nochmal. Jetzt beenden die Phase. Komm jetzt. Ja, okay, wir beenden die Phase hier mit einem Electroshock. Juhu, ich hab mein Rubet. Futur. Was? Bester Mann. Er hat einfach nichts. Ja. 8 fucking Kills in der Mission mit 36 Gegnern. Und den Hund zusätzlich, die zählen ja auch. Die Hunde habe ich nie gesehen. Das waren 8 Hunde. Die hat Markus auch noch abgesandt. Leute, ich würde sagen, an der Stelle kann aber auch Futur schon sein Zeug bauen. Wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge Warframe. Vielleicht lernt Futur bis dahin ein bisschen mehr. Und wir sehen uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.